Musik sagt natürlich schon einiges. Wie auch immer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Wer wird Millionär? Und zwar zu einem besonders schönen alte Version, eine ganz alte Version, in D-Mark sogar noch. Dun, 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 dun. Das hat die Musik vielleicht nicht kaputt machen. Auf jeden Fall, wer wird Millionär? Junior. So, da lädt der Ladebildschirm. Hallo und willkommen bei Wer wird Millionär? Ja. Na, möchtest du eine virtuelle Million gewinnen? Beantworte einfach meine 15 Fragen und schon gehört das Geld dir. So, von mir aus kann's losgehen. Finde ich super. Also, da habe ich kein Problem mit. Sehr gerne. Hothouse Creations. Ja, ihr könnt, müsst mir jetzt nicht sagen, wer der Produzent ist. Wie auch immer. Ich möchte nämlich erstmal euch begrüßen ganz herzlich. Es ist Special Samstag und jetzt will ich den Special Samstag auch mal richtig mit einem schönen Special beginnen. Weil ich im Moment keine andere Idee habe, was ich machen sollte. Denke ich mir, ich mache einfach mal erst einmal ein... Nein, ich will die Credits jetzt nicht. Hör mir auf. Ich klicke einfach die ganze Zeit jetzt auf die Maus. Ich habe jetzt immer mein Kissen wieder da. Das habe ich ja letztes Mal irgendwie bei Siedler vergessen. Ich habe angerufen. Naja. Also, ich habe mir überlegt, einmal Wer wird Millionär zu machen. Das, ja, das ist das Einzige, was ich hier zu Hause habe. Es ist von etwas länger her, wie man ja... Nein, ich will nicht. Der will mich mal hier wegschicken. Was soll's. Es ist von etwas länger, wie gesagt, die D-Mark noch. Und die Junior-Version. Das heißt, die Fragen sind nicht so schwer. Dann werde ich mir immerhin auch nicht unbedingt die Zähne ausbeißen. Die Millionen zu gewinnen ist wahrscheinlich trotzdem schwierig. Und das letzte Mal, ja, ach, hier steht ja, 2001. Die Millionen zu gewinnen wird wahrscheinlich trotzdem schwierig genug. Aber was soll's, wir wagen uns mal rein. Ich habe mal überlegt, ja, halt, das ist, wird wahrscheinlich so ein, zwei Folgen vielleicht gehen. Ne? Dann haben wir schon mal zwei Samstage. In der Zeit kann ich irgendwas anderes Tolles vielleicht aufnehmen. Oder so, wie auch immer. Und irgendwann später kann man das ja, das ist so ein Spiel, das kann man einfach jederzeit nochmal... zwischenschieben. Hervorragend. Ja, hervorragend. Genau. Spielst du alleine oder mit deinen Freunden? Ich spiele alleine, das ist nämlich auch schön. Man kann auch mit mehreren Leuten spielen. Allerdings läuft das meistens dann nacheinander. Ich spiele aber alleine. Hey, und, wer will denn alles mitspielen? Jetzt beruhig dich, Mann. Ich erzähle noch hier. Also, das ist ja so ein Spiel wie WWM, was man auch mal einfach... Okay, hier kommt die erste Frage. Bitte? Wie viele Kandidaten möchten am Spiel teilnehmen? Danke, einer. Du musst mich nicht ständig unterbrechen. Wir beide, du ja. Und ich und der Computer. Hey, wie heißt du eigentlich? Bitte gib deinen Namen ein. Ja, okay, mach ich. Also, das ist es jetzt. Ich rede jetzt einfach ganz schnell. Also, das ist so ein Spiel, was man auch jederzeit mal mit irgendwelchen Special-Gästen nehmen, machen kann und die dann einfach mal da vorsetzt und sagt, okay, mach das mal und ich erzähle euch dann ein bisschen was dazu. Das wäre natürlich ganz interessant. Das heißt, so ein Spiel wird auch nie langweilig. Und nie alt, weil es immer wiederholbar ist. Mit allen möglichen Leuten. Natürlich wäre es blöd, wenn ich das jedes Mal mache und jedes Mal bei 500 Euro schalte. D-Mark schalte. 1000 D-Mark ist ja die Grenze. Jedenfalls ergibt es den neuen Joker ja sowieso noch nicht alles. WWM ist WWM und WWM ist cool. Und zumindest macht schlau. Obwohl jetzt die Junior-Fragen, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, jetzt ist es erstmal wurscht. Wir geben unseren Namen ein und das haben wir getan und starten mit einem Schuss. Also dann, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Wer wird Millionär? Oh, die Maus hat ein bisschen geleckt gerade. Bisschen hängen geblieben. Oh. So, dann viel Glück. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Hier kommt deine 100-Mark-Frage. Ja, danke schön. Boah, die Grafik, oh mein Gott. Und es sitzt keiner am Spiel. Was bekommst du, wenn es kalt ist und du frierst? Gänsehaut, Igelpelz, Schwanenfell oder Entenpelle? Oh, ich glaube... Du sagst also A. Ja, die Gänsehaut, die, da bin ich... Hey, Glückwunsch! 100 Mark! Ja, 100 Mark! Oh, das ist alles, was ich wollte. Ich höre auf. Aufgepasst, hier kommt die 200-Mark-Frage. Das reicht mir, stopp. So, was ist der vierblättrige Glücksbringer, den man sich zu Jahresbeginn schenkt? Klee, Kaktus, Maiglöckchen oder Löwenzahn? Du sagst also A. Ja, der Klee. Das ist doch logisch. Genau richtig. Ja. Das sind 200 Mark für dich. Dankeschön. Hab ich nicht schlau. 200 Mark. Virtuell.
Damit können wir schon so viel 300 kaufen. Mark, wenn du diese Frage richtig beantwortest. Oh, schön, dass es alles so mag sind. Wie heißt die Heldin von Tomb Raider? Lena Loft, Sarah Soft, Lisa Schuft oder Lara Croft? Also das hier bei Jule und der Junior. So, also D. Soll ich diese Antwort annehmen? Ja, ja, ja. Mal Lara Croft hört sich schon ganz gut an. Weiter so. 300 Mark für dich. Ich glaube, Lena Loft wohnt in irgendeinem Loft-Apartment und Sarah Soft ist, glaube ich, ein bisschen zu. Also im Augenblick stehst du bei 300 Mark. Na, das sieht doch super aus. Werfen wir mal einen Blick auf die 500 Mark-Frage. Ja, komm schon, mach. Wie wird ein großes Klavier noch genannt? Huf, Schnabel, Flügel oder Schwanz? Also du meinst, es ist C. Ja, es ist der Flügel, würde ich mal sagen. Ich möchte jetzt nicht... Du hast voll recht. Und 500 Mark. Ja, ist auch kein Problem. Alles kein Problem für mich. Ja. Du hast noch alle drei Joker. Ich habe sowieso mal überlegt. Aufpassen. Du stehst vor der wichtigen 1000 Mark Hürde. Ja. Noch 11 Fragen bis zur Million. Ja. Konzentrier dich doch. Hier kommt eine Frage. Ich konzentriere mich doch. So, ich wollte ja sowieso immer zu WWM. Welches dieser fliegenden Tiere ist ein Vogel? Gleithörnchen, Fledermaus, Schwalbe, Flughund. Der Flughund, schätze ich mal. Nein, die Bleibst Schwalbe. Bleibst du bei Antwort C? Aber die Frage ist natürlich schon schwierig, weil die Fledermaus ist bestimmt... Wenn die Antwort richtig ist, hast du 1000 Mark. Ja. Aber ist sie es wirklich? Ja. Natürlich. Ja, natürlich. Ja. 1000 Mark. Aber was denn alles dafür kaufen kann? Vor allem, wir spielen das hier quasi Echtzeit. Ich bin, es ist jetzt 10 Uhr, kurz nach 10. Hey. So egal, was passiert, auf. Du nimmst heute mindestens 1000 Mark mit nach Hause. Ja, na, ich weiß nicht, was ist, machen wir weiter? Okay, hier ist die 2000 Mark Frage. Ja. Wie geht es mir dazwischen? Vielleicht sind wir erst nach 12 fertig. Ist das nicht gut? Mit welcher Gartenbegrenzung hatte Stefan Raab im Jahr 2000 einen großen Hit? Ach, scheiße. Ich glaube, das war der Maschendrahtzaun. Was, Maschendrahtzaun? Das ist schon so eine Frage, wo ich denke, puh. So, also D, soll ich diese Antwort annehmen? Ja. Ziemlich mein sicher. Glückwunsch, du hast eben 2000 Mark gewonnen. Im Jahr 2000, das war kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Na, wer sagt's denn, läuft doch riesig. Du stehst momentan bei 2000 Mark. Mit dieser Frage kannst du deinen Gewinn verdoppeln. Maschendrahtzaun, das habe ich schon mal gehört von Raab. Raab gucke ich ja gerne. Zum Beschlagen. Was gehört nicht zur Pferdeausrüstung? Sattel, Trense, Ziegel, Halfter. Also, ich schätze mal Ziegel, ne? Trense kenne ich nicht, Sattel, Halfter, logisch, ja, aber... Also du meinst, es ist C? Ja, das ist C. Ist das nicht ein Knaller? Die 4000 Mark gehören dir. Ha! Killer! Killerinstinkt! Du hast noch alle drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und du kannst noch das Publikum befragen. Okay. Na, so ein ganz bisschen nervös. Nee. Nur noch 8 Fragen bis zur heiß ersehnten Million. Aber zuerst musst du die 8000-Mark-Frage beantworten. Viel Glück. Spannungsaufbau. Früher waren die Fragen, wo ich, was ist das jetzt für eine Frage? Welche Farbe hat der Stern der Zeit trifft? Stern. Achso, okay, der Stern. Der Stern ist... Scheiße. Scheiße, ist der weiß auf rot oder rot auf weiß? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Verdammt. Ah, ich habe mal Stern gelesen. Ach, Scheiße, was? Ich glaube, er ist weiß. Es geht um 8000 Mark. Ja, ich Denk weiß in es. Aller Ruhe nach. Wenn du falsch antwortest, fällst du auf 1000 Mark zurück. Ja, danke, Held. Ah, oh, soll ich dafür echt schon den Publikumsdrucker raushauen? Andererseits, weil da oben kann man die nicht gebrauchen. Boah, wie soll ich jetzt zocken oder hier? Ich wäre hier auch nicht so irgendwie, ach, schade, falsch, war's halt falsch. Und hier muss ich nochmal bei Null anfangen. Nee, das wird hier auch nicht. Ich will das so hier mit dem Highscore-mäßig machen. So, wer am höchsten kommt, dann irgendwann von meinen Gästen, der ist halt top. Und sonst, wenn die halt alle... die Millionen knacken und ich nicht, ist das natürlich erbärmlich, aber wenn die alle die Millionen sowieso kriegen, dann zählt halt die beste Zeit, was weiß ich. Kann man, ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Oh, puh, welche, oh, scheiße, Mann. Das ist auch, oh, wenn ich jetzt, das ist doch so ein roter Kasten mit einem weißen Stern, ihr sagt jetzt alle, ja klar, ist es das, jetzt sagt das doch endlich. Oh, Mann, das ist grausam.
Das ist echt schlimm. Ja, ihr wisst ja nicht, ne? Wenn ihr da locker vom Fernseher zu Hause sitzt, das ist was ganz anderes, wenn ihr hier auf dem Stuhl sitzt. Na, das ist nicht rot auf weiß. Das ist Bist weiß. Du sicher? Das muss weiß sein, weil so ein weißes Viereck, das sticht nicht so ins Auge. Komm, das ist weiß. Tja, also die 8000 Mark hätte ich dir wirklich gegönnt. Ja. Und du hast sie auch. Die Antwort ist richtig. Ja. Boah, da war schon mal der erste Knackpunkter. Ja. Gut. Du weißt, du spielst jetzt um 16.000 Mark. Ja, alles, was ich von dir will, ist die richtige Antwort auf die nächste Frage. Und so da ist sie schon. Für Junior. Ich meine, wer liest den Stern im Alter von 14, 15? Und da ist ja sowas. So. Ah, der bekannteste Fußballverein in Gelsenkirchen heißt Schalke. 03, 02, 04, 05. Weird Zahlen, wir haben noch drin eingebaut. 05? Puh. Bleibst ja, du bei Antwort immer C? 04, ne? Fußball ist immer in meinem Fachgebiet, also wenn ich da mich nicht auskenne. Wärst du mit 8000 Mark gegangen, hättest du jetzt keine 16.000. Glückwunsch! Ja. I'm a winner, baby! Hoffe ich zumindest. Du hast noch alle drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und du kannst noch das Publikum befragen. Ja. Im Augenblick stehst du bei 16.000 Mark. Das ist doch eine hübsche Summe. Allerdings sind es nur noch 6 Fragen bis zur Million. Und nur noch eine Frage, bis du 32.000 Mark sicher in der Tasche hast. Na, willst du weitermachen? Hier ist deine Frage. Also ich finde, das kann man auch mal vernünftig vorlesen. Was wird in Dezibel gemessen? A. Lautstärke, B. Geschwindigkeit, C. Zeit oder D. Luftdruck. So mal so ein bisschen versucht, Günther Jauch nachzumachen. Obwohl Wenn du diese Frage richtig beantwortest, gehst du heute mit mindestens 32.000 Mark nach Hause. Ja, wenn du jetzt an mir aufhörst hier, ich gehe ja immer mehr auf Rach. Ich mach dann eher den Christian Rach nach, weil der kann das ja alles viel besser und das geht ja gar nicht, was da gekocht wird. So, um jetzt mal so ein bisschen Switch reinzuwerfen hier. Dalai Lama würde sagen, das sind alle Fragen richtig. So. In Dezibel ist aber eine ganz simple Antwort eindeutig die Lautstärke. Ist das dein letztes Wort? Flugzeug hat, glaube ich, oh Gott, jetzt nee, ich sag da nichts zu, sonst liege ich noch falsch. Ich schätze 240, 300, irgendwie wie sowas in dem Dreh war es. Könnte auch falsch sein. Aber egal, die Antwort ist auf jeden Fall richtig. Boom. Mein Glückwunsch. Diese 32.000 Mark kann dir keiner mehr nehmen. Fans! So. Haben wir immer noch den Bildschirm. Oh, jetzt geht's wieder in die Tele. Na, ist das nicht cool? 32.000 Mark hast du schon sicher. Ja. Mit der nächsten Frage kannst du deinen Gewinn sogar verdoppeln. Lass dir Zeit. Es geht immerhin um viel Geld. Und hier kommt die Frage. Die Frage kommt. Die Frage kommt, aber das ist jetzt unsere Frage für die 10.000 Euro SMS-Gewinnspiel. Wie auch immer. Boom, boom, boom. Könnt ihr ja gerne SMS an mich schicken. Ja, wie auch immer. Die Zeit ist rum. Die Zeit ist reif, vor allem die Folge zu beenden. Und dann stellen wir uns in der nächsten Aufgabe. Oh Gott, die Bootsklasse. Oh, kenne ich sogar. Ich weiß die Antwort jetzt. Versuch einfach dein Glück. Es kann doch gar nichts passieren. Richtig. Ich kenne die Antwort sogar, aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, welches ist. Ich weiß sie auf jeden Fall, weil ich das Ding sogar schon gefahren bin früher. Ha! Ja, ich habe nämlich einen Segelschein, ich habe sogar zwei. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann geht's weiter mit den nächsten, hoffentlich bis zur Million, hoffe ich. Ne? Wir haben noch drei Joker und hier werde ich sicher keinen brauchen. Ich hoffe, ich knack sie. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, nächsten Samstag, Special Samstag. Also einschalten und dabei sein. Ciao!